erstmal, die Damokarnevalsumzüge werden nur durch eigene finanzielle Mittel und durch eigene Leidenschaft werden die Wagen gebaut. Die Gruppen treffen sich schon meist im Oktober, November, legen ihre Motten fest, machen die Pläne, wie die Wagen aussehen sollen und es geht los. Und wer sehen will, wie einzigartig der Damokarneval ist, was das Besondere am Damokarneval ist, der muss einmal der Damme kommen. Er wird fasziniert sein. Die Dammer, da scheint ein ausgesprochen fröhlicher Schlachtmensch zu sein. Diese fünfte Jahreszeit, die kann man sich ja nur vorstellen, wenn auch während des Rest des Jahres hier gute Laune herrscht. Und deswegen kann man der Region nur gratulieren, denn dieser Straßenkarneval, das ist, glaube ich, weit über die Grenzen Dammes hinaus ein besonderer Höhepunkt. Da ich schon 24 Jahre Umzugsleiter war, ist das für mich nicht der ganz große Unterschied. Klar, Perspektiven hat man andere, weil man auf der Tribüne steht, den Umzug von oben begucken kann, den man vorher organisiert hat. Und ich kann nur sagen, was hier gestern in Damme abgelaufen ist, ist einfach einmalig. Man weiß gar nicht mehr, wie man das stoppen soll. Die Qualität der Wagen und der Gruppen und die Kostüme sind so einmalig. Was unsere Wagenbauer leisten, ist, hatte ich gestern noch auf die Kegelplatte schon gesagt, Weltklasse. Bringt Touris uns zum Dümmersee. Sie fliehen aus den Narrenstädten. Nach Niedersachsen sie sich retten. Nicht Düsseldorf, nicht Köln, nicht Mainz. Was zählt, ist 49401. Mach mit den Worten endlich Schluss und ende mit dem Dammergruß. Hello! 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 Ich habe meine Premiere vor 2 Jahren wirklich in sehr guter Erinnerung. Der Dammer Straßenkarneval ist riesig groß, absolut vielfältig und fantasievoll. Und deswegen bin ich gerne zurückgekommen. Also der Dammer Straßenkarneval, der gehört einfach zu den Spezialitäten in Niedersachsen.